2 hours of pushing broom, ba-boom. 8 by 12, 4 bedroom, ba-boom. Man of means by no means. King of the road. Los Angeles, ich danke dir. Hey, wen haben wir denn da? Nicht so laut. Genau, wir wollen mich ja nicht aufwecken. Warum sitzt du denn hier draußen? Kann ich aufstehen. Hängst aber nicht an die große Glocke. Was machst du denn hier? Ich war heimlich auf einem Konzert. Nicht zu fassen. Das ist ja echt cool. Na also, es geht doch beim dritten Anlauf. Hey, weißt du, was noch cool ist? Hör dir das mal an. Schon fallen weiße Flocken und die Glocke klingen so. Hey, ich bring hier ein Weihnachtsständchen. Bring mir dafür Ingwer und Clementine. Ingwer und Clementine? Ja, die arbeiten im Spearmint-Nachtclub. Ich schweife ab. Wo waren wir? Ich muss mich reinschleichen, mein Dad weiß nicht, dass ich weg war. Oh, dann wirst du mit Sicherheit nicht durch diese Tür gehen wollen. Wieso? Wieso? Ich werde dir sagen, wieso. Was? Wieso? Wieso was? Wieso kann ich nicht zur Tür rein? Oh, warum hast du das nicht gleich gefragt? So wie ich deinen Dad kenne, und ich kenne ihn nun mal leider, sitzt er im Moment hinter der Tür und wartet nur darauf, dass er dich an einen Felsbrocken gefesseltes Meer werfen kann. Was? Entschuldigung, vielleicht habe ich ihm das eingeredet. Folge mir. Wo gehen wir hin? Hey, ich stelle hier die Fragen. Wo gehen wir hin? Eishockey. Ja. Nimm meine, wie heißt das? Hand. Ja. Ja. Eishockey. Freut mich, aber du sitzt auf meinem Kopf. Hast du eine Ahnung, in was für einem Schlamassel du steckst? Nein, habe ich nicht. Und hast du eine Ahnung, wie wunderhübsch du in dieser Beleuchtung aussiehst? Mit dir rede ich nicht. Ach, weißt du, mein Freund, ich rede auch nicht mit dir. Nur im Moment, da bin ich es, der mit dir redet. Genau. Aber jetzt nicht mehr. Würdest du dich jetzt bitte schlafen legen? Okidoki. Ich habe mit dir zu reden. Würdest du dich vielleicht mal entscheiden?